cappellano di vostra grazia, dottor Martin Lutero, agostiniano wittenbergese. Wenn ein Angehöriger im Fegefeuer saß, konntest du mit dem Kauf eines Ablasses die Dauer seines Aufenthalts an diesem unheimlichen und ungesunden Ort verkürzen und er kam direkt in den Himmel. Martin Luther, Augustinermönch und Professor der Theologie, war empört. Und er schlägt die Thesen am Portal des Doms zu Wittenberg an. Money makes the world go round, of that we both are sure, on being poor. Das Publikum sieht 12 Szenen, in einige wird die Geschichte von Luther erzählt, in andere wird gezeigt, was vielleicht noch in unserem Leben gibt, das mit Luther zu tun hat. Sieh, du sündiger und verdammter Mensch, aus lauter und unverdienter Liebe, mit der ich dich liebe, der Vater aller Barmherzigkeit will es so haben, verheiße ich dir mit diesen Worten, ehe du irgendetwas verdienst und verlangt hast, Vergebung all deiner Sünden und das ewige Leben. Dann natürlich ein anderes Thema ist die Beziehung Vater-Sohn. Gott der Vater und der Glaube der Sohn. Vielleicht hätte ich gegen ihn aufbegehren müssen, aber seine Autorität... Autorität? Er wusste doch nicht mal, was dieses Wort bedeutet. Es gibt doch eine schleichende Autorität, Mutter! Eine schleichende? Ja! Eine schleichende. Ist ein Gott noch nötig? Kann man an eine Gesellschaft denken ohne Gott? Du musst das, was du vor dir hast, genau betrachten und dann den Namen verwenden, der es definiert. Parlava, parlava profondamente. Loro ci credevano a quella parola. Der Gott von Luther besitzt ein geschriebenes Wort. Und der Mensch muss mit diesem geschriebenen Wort umgehen. Das ist Menschenwort, hier ist Gottes Wort. So kann man überhaupt nicht mehr darüber reden. Was weißt denn du? Ich sage die Wahrheit. Unsere Zivilisation ist die Zivilisation von Bildern. Und, aber was bedeuten Bilder? Wenn das geschriebene Wort vergessen sein wird, wie wird die Welt sein? Sie ferma il sole, die Sphären schweigen, tacciono le sfere, und alles weint sich, e tutto attorno ad esso, im Himmel si concentra. Ein Wort, una parola.